Hallo und herzlich willkommen zurück in unserem Mountainpark. Und ihr seht, es regnet und der Park ist eigentlich so gut wie fertig. Wir müssen heute nur noch ein paar Namen vergeben und noch ein paar Dinosaurier freilassen. Und dann ist der Park abgeschlossen und dann können wir uns mal die Touren angucken, zum Beispiel die Einschienenbahn oder die Gyrosphärenstation und sowas. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zur Namensvergabe. Es ist mal wieder sehr, sehr schlechtes Wetter. Beim letzten Mal haben wir 13 neue Dinosaurier freigelassen. Das heißt, wir haben jetzt viel zu tun. Ich würde sagen, wir beeilen uns jetzt mal ein bisschen. Wir fangen an bei den Ankis. Da haben wir einmal den Namen Legmon. Dann als nächstes haben wir hier Vivian. Dann haben wir, ich glaube, das ist der letzte Anki. Das ist Marlon. Und dann kommen wir schon zu den nächsten. Dann nehmen wir mal, wen haben wir denn hier? Die beiden Kamaras. Wow. Die haben erstmal so eine Gyrosphäre weggekickt. Der erste heißt Kamerad. Und der zweite, da können wir auch mal eben so hingehen, der heißt Tobi Toaster. Was machen die denn hier mit der Dings? Sehr gemein. Erstmal ins Wasser gekickt. Na gut, dass den Gästen nichts passieren kann in der Kugel. So, was hatten wir denn noch freigelassen? Wir haben jetzt den Kamara, den Anki, dann können wir als nächstes den Toro machen. Die haben wir hier vorne. Hier im Wald. Da haben wir einmal Tabaluga. Stupsi. Und zu guter Letzt Maxi, der hier gerade rumbrüllt. So, der nächste ist der Brachio auf der Liste. Das ist sogar der letzte aus dem Pflanzenfressergehege. Die haben wir beide hier vorne. Da haben wir zum einen Iggy. Das ist hier der etwas dunklerere, der sich gerade umdreht. Dann jetzt vor. Und zum anderen der goldgelbene. Das ist Schreihals. Sieht man gerade ganz schlecht wegen dem Baum. So, jetzt sieht man ihn ein bisschen besser. Und dann haben wir natürlich noch die drei Fleischfresser. Die waren auch sehr beliebt wieder bei euch. Also seid bitte nicht traurig, falls ihr nicht rangekommen seid. Die müssten sich irgendwo hier verstecken. Na, wo steckt ihr denn? Hä, wo sind die? Gibt's ja gar nicht. Ach, da hinten. Schau mal, der hat da gerade geschlafen. Da haben wir als erstes Saphira. Hier vorne der bläulich-grüne. Rennt jetzt hier in den Wald. Ganz komisch rennt der. Aber ist ja nicht schlimm. Dann als nächstes haben wir auch versteckt im Wald der Orange, ne? Ja, jetzt springt er natürlich weg. Sehe ich den Namen nicht. Wow. Komm da raus. Machen wir erst den anderen. Da haben wir Red Hat. Das ist der Grün-Rote hier. Mit den roten Streifen am Kopf. Daher kommt der Name. Und zu guter Letzt, der sich im Wald versteckt hat. Das ist Streifi. Das ist der mit den orangenen Streifen. So, jetzt müsste ich, glaube ich, alle Dinosaurier benannt haben von der letzten Folge. Ich hoffe es. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Seid bitte nicht traurig, falls ihr nicht rangekommen seid. Ihr habt ja noch die Chance. Ich werde nämlich jetzt gleich noch weitere Dinosaurier freilassen. Und dann schauen wir uns mal den Park so an, wie er geworden ist. Die erste neue Fuhre an neuen Dinosauriern für unser großes Pflanzenfressergehege ist fertig. Und wir haben dort 5 Stegimoloch. Darunter sind 4 Stück mit dem Regenwaldmuster und einer mit etwas besseren Werten. Ihr seht ja überall hier die Pfeile. Mit dem Sumpfmuster in der Hoffnung, dass er das Anführerweibchen wird. Aber das ist ja nicht so sicher. Also es hat ja nicht so viel mit den Werten zu tun, habe ich das Gefühl. Ich würde sagen, wir lassen jetzt erstmal einen mit Regenwaldmuster frei. Und schauen mal. Stegimoloch ist auch auf jeden Fall einer meiner Lieblingsdinosaurier von JWE. Der Kleine. Einen ganz putzigen Schrei. Auch ein ganz toller Skin. Das hat man im Schatten gar nicht so erkannt. Aber sieht doch nice aus, oder? So bräunlich, beige und ein bisschen grün obendrauf. Passt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Davon haben wir noch 3 weitere, aber ich lasse jetzt erstmal den anderen frei. Und dann schauen wir uns mal das Sumpfmuster an.
Der Schrei ist halt wirklich putzig. Da kommt fast gar kein Geräusch raus. So, komm mal in die Sonne hier, dass wir auch deine Skin beobachten können oder begutachten können. Und der ist auch sehr, sehr schön. Sehr getarnt, grünlich, bisschen schwarz. Gefällt mir auch sehr gut. Passt auf jeden Fall beides perfekt in unserem Park. Ich würde sagen, ich lasse jetzt noch die anderen drei frei und dann bringe ich die rüber ins Gehege. So, da landen die kleinen Racker. Sie sehen wirklich winzig aus neben dem Brachios da im Hintergrund. Oder neben dem Brachio. 5 Stück an der Zahl. 4 sind jetzt gelandet. Mit Stygimolochs kann man auch nie was falsch machen. Die passen wirklich in jedes Gehege eigentlich rein. Sind ja auch wirklich winzig, also die nehmen kaum Platz weg. Ich glaube, die fressen auch nicht so viel, aber die rennen hier direkt los. Ist sehr, sehr süß. Der letzte landet jetzt hier auch noch, neben dem Brachio. Da kommt er. Und dann haben wir jetzt, glaube ich, schon 20 Dinosaurier in unserem Gehege hier. Ich weiß es gar nicht sicher, wenn ich ehrlich bin. Können wir gleich mal nachgucken. Wo sind sie denn jetzt hingerannt? Hallo? Seid ihr in den Wald? Wo sind die? Wow, die sind einfach abgehauen. Ich würde sagen, wir schauen mal eben nach, wie viele Saurier ich denn jetzt hier in dem Gehege habe. Und ihr seht schon, die nächsten Dinosaurier werden hier gerade schon fertig im Entwicklungslabor. Boah, wie kann ich das denn jetzt am besten gucken? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ich glaube ungefähr 20, ich habe mich nur verzählt. Oder? Müssten wir nicht eine gerade Anzahl haben? Ich glaube schon. Also ich glaube, wir haben 20 und ich habe hier schon die nächsten vorbereitet. Und welche das sind, das können wir mal eben schauen. Es fängt hier gerade wieder an zu regnen. 3 Uluru-Titan, die wurden sich sehr, sehr oft gewünscht. Alle mit verschiedenen Skins. Und 2 Pentaceratops, die sind noch nicht ganz fertig. Auch 2 verschiedene Skins. Ich würde sagen, wir fangen mal an und lassen die frei. Das sind jetzt aber auch auf jeden Fall die letzten Dinosaurier für unseren Park. Also falls ihr noch verewigt werden wollt in dem Mountain Park, dann müsst ihr jetzt nochmal Namensvorschläge für die neuen Dinosaurier dieser Folge auf jeden Fall in die Kommentare schreiben. Sehr, sehr schöner Dinosaurier, ne? Nennen sie ja immer gerne Teletubbies. Aber der hat wirklich sehr, sehr schöne Farben, der Uluru-Titan. Der nächste mit dem Regenwaldmuster. Passend im Regen. Sind aber auch echt groß, die Dinger, ne? Wenn man mal schaut, so der Zaun im Hintergrund. Die sind fast so hoch wie der Betonzaun. Also das darf man echt nicht unterschätzen. Die sind wirklich riesig. So, und der letzte mit dem Tigermuster. Oh, der ist auch schön. Ja. Dem wird nur gerade die Show gestohlen von dem anderen. Steht hier gerade ein bisschen im Weg. Eieiei, was ist jetzt los mit der Kamera? Ach, der hat auch einen sehr, sehr schönen Skin. Gefällt mir sehr gut. Guck mal, die sehen doch super aus, oder? Richtig schön bunt. Richtig tolle Dinosaurier. Passen auf jeden Fall gut in das Gehege. Und jetzt lassen wir die Panthers frei. Aber ich würde sagen, wir warten mal eben, bis die Ulurus hier ein bisschen vom Eingangsbereich weg sind. Okay, so soll es eigentlich reichen erstmal. Das passt schon. So, Waldlandmuster, Pentaceratops. 2 Stück. Die letzten beiden Dinos für unser Gehege. Ist ja auch einer meiner Lieblingspflanzenfresser von JWE, der Panther. Wow. Danke fürs im Weg stehen. Boah, die Kamera. Komplett überfordert. Ja, der Skin ist jetzt nicht so mega spannend, aber der Dinosaurier an sich gefällt mir sehr, sehr gut. Ist so ein bisschen, finde ich immer die Körperform von einem Gnu. Oder? Ich weiß nicht. Erinnert mich immer so ein bisschen an einen Gnu. Okay. Der nächste. Oh, der legt sich schlafen. Ach komm, jetzt verschwindet doch mal hier. Egal, wir lassen ihn einfach frei. Sumpfmuster. Und sie sind wieder voll im Weg. Jo, alles klar. Schöner Arsch. Der Isa. Und der hat aber sogar einen recht schönen Nackenpanzer, heißt es, glaube ich. Komm mal ins Licht mit dem Nackenpanzer. Ich will den mal sehen von den Farben. Du läufst in die falsche Richtung. Das ist genau die Richtung,
wo nicht das Licht herkommt. Oh, jetzt dreht er sich. Jetzt sieht man es. Oh, der hat eine ganz schöne Nackenpanzerfarbe. Also sehr, sehr nice. Das sind die letzten 5 Dinosaurier für unser Gehege. Ich fliege die mal eben drüber und denkt auf jeden Fall daran, tolle Namensvorschläge für die 5 Stegimoloch, für die 2 Pentas und für die 3 Oloro Titans in die Kommentare zu schreiben. Würde ich mich sehr drüber freuen. Bis gleich. So, da landen jetzt nach und nach unsere Oloro Titans. Und die Pentaceratops habe ich ein wenig weiter da drüben in Kamerarichtung ins Gehege herabgelassen, weil ich wollte die Dinos so ein bisschen verteilen. Ich meine, im Endeffekt laufen sie sowieso dahin, wo sie möchten, aber so ein bisschen an die richtige Stelle bringen kann man sie ja schon, wo man sie haben möchte. Und sie laufen erstmal direkt in den Wald. Sollen sie auch gerne machen, also so soll es ja auch sein. Ich fliege mal ganz kurz, oh, hier ist ein Gully. Ich fliege mal ganz kurz rüber zu den Pentas, ob ich die noch zu Gesicht bekomme oder ob die sich auch schon in den Wald verzogen haben. Die habe ich nämlich eigentlich hier freigelassen. Die sind weg. Sind die hin? Pentas? Hallo? Sind die jetzt auch hier runtergerannt? Nee. Dann müssen wir mal eben schauen, wo die sind. Wundert mich ja. Ja, die sind tatsächlich direkt in den Wald geflüchtet. Hätte ich jetzt mir gerne noch angeguckt. Aber dieses Gehege, also es sind wirklich viele, viele Dinosaurier hier drin, wie ihr seht. Die sind jetzt hier gerade irgendwie alle am Rand, warum auch immer. Ich glaube 25 Stück an der Zahl oder so. Und das ist halt immer so eine kleine Überraschung, wo sich die Dinosaurier gerade befinden. Aber wir werden ja gleich gemeinsam noch die Gyros-Fernfahrt hier machen mit der Gyros-Station. Darauf freue ich mich auch schon. Also das wird mega, mega nice. Und wir werden auf jeden Fall die Einschienenbahn noch machen. Und wir werden uns jetzt gleich, ich gehe nochmal kurz in den Aufnahmemodus, diesen Park, der jetzt fertig ist, der Mountainpark ist endlich fertig, den werden wir uns jetzt gemeinsam nochmal genauer angucken, die Attraktionen gemeinsam fahren, vielleicht nochmal die ein oder andere schöne Aufnahme hier machen. Der Park ist wirklich nice geworden. Also ich mag ihn sehr, sehr gerne. Ich hoffe, euch gefällt er auch. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und ihr dürft auch gerne in die Kommentare mal Vorschläge schreiben, was wir als nächstes für einen Park bauen können. Also wir brauchen so ein kleines Motto auf jeden Fall, weil ohne Motto ist das immer ein bisschen langweilig, finde ich. Und ich finde, der Park ist wirklich schön geworden. Also er passt auch gut in die Landschaft hier. Es sieht so aus, als wenn er nicht so künstlich hier reingebaut wurde. Der sieht schon wirklich so aus, als ob der hier auf die Berge gebaut wurde. Also ich habe mein Ziel, glaube ich, erreicht, was ich erreichen wollte. Da bin ich sehr zufrieden mit. Hier ist jetzt noch der Industriebereich. Der ist auch nicht schlecht geworden. Gefällt mir alles sehr gut. Und jetzt schauen wir uns den Park nochmal gemeinsam an. So, meine Freunde, wir sind jetzt hier im Eingangsbereich und werden jetzt gleich gemeinsam schön die Einschienenbahnstationfahrt machen. Darauf freue ich mich schon sehr. Wir müssen jetzt ein bisschen beeilen, dass wir den Zug nicht verpassen. Ich würde sagen, wir steigen jetzt ein und dann genießen wir die Fahrt. Oh, die Blickrichtung ist ja in die falsche Richtung sogar. Oh, das ist nicht weiter schlimm. Dann schauen wir halt hinten raus. Ist ja auch nicht verkehrt. Mal gucken, wie lange er jetzt braucht. Und jetzt geht's los. Und die Blickrichtung hat sich auch geändert jetzt. Genau, dann kann man hier zu unserer Linken nochmal den Eingangsbereich sehen. Mit den Edmontos und den Nodos oder so waren es, glaube ich. Oder Sauropelta, ich weiß es gar nicht sicher. Hier unten sind so ein paar Geschäfte. Vereinzelt Leute. Das sind echt wenig Leute hier, ne? Ist aber auch sehr, sehr abseits. Aber der Park ist allgemein nicht so voll. Ich glaube, wir haben ungefähr 3000 Besucher nur. Aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. Und dann kommt man direkt hier oben hin und hat hier schon eine wunderschöne Aussicht, wie ich finde. Nach hier links sieht man dann den Acrocanthosaurus-Bereich. Wie kann man denn hier reinzoomen? Ach so. Schau mal, da hinten kann man sogar die Acros erkennen. Mit etwas Glück sind gerade so ein bisschen versteckt im Wald. Hier unten sind die Paras. Und dann sind wir schon in der ersten Station angekommen. Hier kann man dann aussteigen, ist ungefähr in der Mitte vom Park. Und von dieser Station aus kann man sogar hier den ein oder anderen Dino beobachten. Hier oben ist gerade ein Stego in unserem großen Gehege. Aber ansonsten sehe ich hier gerade keinen anderen Dino. Vielleicht können wir nochmal nach links schauen. Vielleicht können wir nochmal die Acros beobachten. So, das sieht gut aus. Wo sind sie denn? Acros, habt ihr euch wieder versteckt? Da kommt einer. Und der andere ist da hinten. Da seht ihr. Mit etwas Glück kann man hier den einen oder anderen Dino gut zu Gesicht bekommen, während man wartet, bis der Zug weiterfährt. Aber ist auch schon ein schöner Bereich hier unten geworden, oder? So, dann geht's weiter. Hier vorne ist unser Herrera-Gehege mit 5 oder 4 Herreras drin. Die sind auch sehr, sehr klein. Mal schauen, ob wir die hier zu Gesicht bekommen. Ja, da hinten laufen sie gerade. Ich kann leider die Kamera nicht weiter nach rechts drehen. Aber jetzt geht es ja um die Kurve. Dann sollte das gehen. So, zoomen wir mal schon mal ein bisschen rein. Da sind sie.
Oh, hier sind einige mehr Menschen auf jeden Fall unterwegs. So, jetzt können wir nochmal reinzoomen. Nein, die Station ist im Weg. Hey! Scheiße, ich kann sie jetzt leider nicht mehr sehen. Das ist ein bisschen doof, dass die Sicht so versperrt ist, aber hier geht es gleich erstmal mega hoch. Wir haben es jetzt schon fast geschafft. Also die Fahrt geht schneller, als ich dachte. Aber die Gyros-Fernfahrt wird wahrscheinlich gleich ein bisschen dauern. Aber ist ja auch nicht schlimm. Dann wird das Video halt mal ein bisschen länger. Oh, wie sie sich freuen. Schaut mal. Wir werden das ganz in Ruhe genießen, hier die Fahrten. Und weiter geht's. Jetzt fahren wir über unser großes Pflanzenfressergehege. Hier unten ist die Gyrosphärenstation, da werden wir auch gleich fahren. Die Aussicht ist auch schön mit den Bergen hier, ne? Eine wunderschöne Landschaft, wenn man mal so schaut. Rechts der Vulkan. Ach toll. Und jetzt sieht man nochmal den Park hier. Boah, ist schon eine wunderschöne Aussicht. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Hier unten sind Dinos. Hier gibt es echt viel zu sehen. Das sind unsere Uluru Titans, die wir freigelassen haben. Sehr schön. Da fahren auch schon die ersten Gäste in der Gyrosphäre. Da ist ein Penta. Ich glaube, da ist ein Brachio ist da. Ach, schön. Schade, dass die Fahrt so schnell geht. Es wäre cool, wenn man es ein bisschen abbremsen könnte. Weil ich komme gar nicht hinterher mit der Kamera. Es gibt so viel zu entdecken. Ah, so viele Dinosaurier. Aber ich will jetzt nochmal so ein bisschen die Aussicht genießen. Den ganzen Bergen und Landschaften im Hintergrund. Boah, hier sind viele Menschen. Seht ihr das? Also da waren richtige Menschenmassen. Das liegt bestimmt am Hotel. Und damit sind wir jetzt auch schon bei unserer Endstation angekommen. Hier ist nochmal unser Industriebereich. Ist eine sehr, sehr schöne und angenehme Fahrt. Geht leider nur ein bisschen zu schnell, aber das kann man leider nicht einstellen. Aber ich hoffe, euch hat sie gefallen. Wir werden jetzt die Gyros-Fernfahrt nochmal gemeinsam machen. Okay, Leute, ich habe es überlegt, ob wir nicht einfach in eine Gyrosphäre einsteigen, aber ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn wir selber fahren, weil dann können wir auch mal bremsen und können dann auch mal einen Halt machen, wenn dann da Dinosaurier und so sind und uns die in Ruhe anschauen. Und vielleicht können wir dann auch ein bisschen mehr Gas geben bei so Stellen, die langweilig sind, so wie hier, und auch die andere Gyrosphäre einfach mal überholen. Ist, glaube ich, auf jeden Fall besser. Und dann fahren wir mal. Und dann kommt man hier und bekommt schon die ersten Dinosaurier da hinten zu Gesicht. Da oben fährt auch gerade die Einschienenbahn. Ach, wie schön. Und hier zu unserer Rechten haben wir ja darauf geachtet, dass man hier noch eine schöne Aussicht hat. Ach, wunderschön. Gehen wir nochmal ein Stückchen näher ran, aber auch nicht zu. Also man kann da hinten schön den Vulkan sehen. So ein bisschen den Park. Gefällt mir sehr, sehr gut. Jetzt rutschen wir hier schon runter. Da vorne sind Stegos, Ankis. Hier ist ja auch der erste Wasserbereich. Der lockt natürlich die Dinosaurier an. Hallo. Na du? So, was macht ihr hier? Ihr lauft leider gerade weg von mir. Aber ich will jetzt ungefähr auf der Strecke bleiben. Ich will jetzt hier auch nicht zu sehr abweichen. Wir wollen ja auch die Fahrt so genießen, wie sie für die Besucher sein wird. Hier rechts ist ja auch nochmal ein Stego am Grasen im Wald. Was ist denn? Das ist der rote Stego. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Hallo? Willst du nicht mal gucken? Nö. Der scheint gerade in Ruhe zu futtern. Lassen wir ihn mal in Ruhe. Aber wir wollen ihn jetzt ja auch nicht hier stören. Man rutscht immer so ein bisschen hier runter, wenn man selber fährt, leider. Hier zu unserer Linken haben wir die zwei Kameras gerade. Ich glaube, die werden jetzt hier futtern. Oder was haben die vor? Na, was habt ihr vor? Erstmal mich anbrüllen. Keine Sorge, ich komme nicht näher. Ich beobachte nur. Ich glaube, der hat gar keinen Bock auf uns. Der schreit uns halt wirklich voll an. Versuch mich mal hier so ein bisschen zu verstecken. Vielleicht fressen die dann. Bin gar nicht da. Ich glaube, die futtern jetzt, ne?
Jetzt ist hier die Säule im Weg. Oh ja, da futtern sie. Ich hoffe mal, die Gyrosphären werden die nicht... Oh, leer gefuttert. Werden die nicht zu sehr stören hier in ihrem Gehege. Aua. Hat er mich gerammt. So, dann kommt man hier runter in den nächsten Wasserbereich. Hier hat man auch wieder eine sehr, sehr schöne Aussicht. Sogar noch eine bessere, finde ich. Da hinten wieder der Vulkan. Und jetzt zu unserer Linken. Man weiß wieder nicht, wo man hingucken will. Entweder die Aussicht oder die Dinos. Hier haben wir nämlich ein Brachiosaurus und ein Uluru-Titan gerade. Im Hintergrund noch einen zweiten Uluru. Und hier zu unserer Rechten haben wir wieder einen wunderschönen Überblick über unseren Park. Zumindest so ein bisschen. Ist natürlich alles sehr bewaldet und so. Deswegen sieht man nicht so viel. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Und dann sind wir eigentlich schon bei der Hälfte der Strecke angekommen. Haben jetzt gar nicht so viele Dinos gesehen. Wenn man überlegt, dass hier 25 Stück drin sind. Die ganzen kleinen Dinos haben sich noch versteckt. Die Gullies und die Stegimolos. Aber jetzt kommt hier gerade genau auf der Strecke ein Brachio. Da müssen wir jetzt mal kurz Halt machen. Da können wir gerade nicht weiter. Auch ein wunderschönes Tier, ne? Und riesig. Mach mich bitte nicht platt. Oh Gott, kommt immer näher. Oha. Okay, wir fahren mal eben dran vorbei. Das ist schon heftig, ne? Wie groß die sind. Wenn ihr mal schaut. Fängt es an zu regnen. Aber ganz, ganz tolle Tiere. Auch mit meinen Lieblingsdinosaurier. Also, wo stecken denn die ganzen anderen Dinos? Ich habe noch viele gar nicht gesehen. Die Taurus noch nicht, die Gullies noch nicht, die Stegimolos noch nicht. Da sind noch einige bei, die sich komplett im Wald verstecken. Aber das ist ja auch schön, ne? Da haben die Dinos auch genug Platz, um sich zurückzuziehen. Oh, ich kann hier gar nicht dran vorbei gerade. Ich werde hier voll runtergedrückt. In den Olorus. Ja, was hast du vor? Nicht mich wegrahmen. Aua. Ich falle. Okay, schnell vorbei hier. Oh, da kommt schon der Kamara angelaufen. Oh, nee, das ist auch ein Brachio, ne? Ja, das ist ein Brachio, ist gar kein Kamara. Kann man gar nicht erkennen. Oh, die Taurus. Da sind sie. Aus dem Nichts kommen sie. Hallo. Na, wo habt ihr gesteckt? Ich will nur vorbei. Ich will keinen Ärger. Ist schon schön, ne? Ja, ich gehe ja schon weiter. Die Gäste hinter mir haben gar keinen Bock darauf, dass ich hier so langsam bin. Da kommt wieder ein Kamara über unsere Strecke gelaufen. Ich roll immer so runter, das ist echt doof. Und dann geht's schon zurück. Der Regen hört auch schon wieder auf. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange die Tour schon dauert. Ich hoffe mal nicht allzu lang. Aber wir wollen uns ja auch Zeit lassen mit dem, was wir hier erschaffen haben, ne? Guck mal, hier ist nochmal ein Anki am Grasen zu unserer Rechten. Oh, da vorne sind Gullies. Die habe ich auch noch gar nicht gesehen. Man rutscht hier immer runter, das ist voll doof. Ich kann mich nicht einfach mal drehen und gucken. So, jetzt. Rutscht nach rechts immer noch so ein bisschen, aber da vorne ist der Anki auf jeden Fall. Links ist nochmal ein Stego. Der ist immer noch am Grasen, so wie es aussieht. Und wir fahren weiter. Schön versuchen, auf der Strecke zu bleiben. Hier ist zu unserer Linken sind die Gullies gerade. Laufen da gerade durch. Die haben sich auch versteckt, ne? Ich fahr mal da ins Wasser. Platsch. Hallo. Alles klar bei euch? Die haben auch nicht so Lust auf mich. Kann ich auch verstehen. Ich bin ja eher so ein Störenfried. Egal. Fahren wir weiter. Wir haben es ja fast geschafft. Und dann hier das letzte Stück. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier Dinos sehen, ist sogar ziemlich gering, weil hier keine Futterstation oder irgendwas ist. Da oben ist nochmal die Einschienbahn. Ansonsten geht es dann hier zurück. Um die Kurve. Damit haben wir dann unsere
Giros Fernfahrt abgeschlossen. Ich finde, es war ein sehr tolles Erlebnis und es ist auch jedes Mal ein neues Erlebnis, weil es so viele Dinosaurier gibt, die jederzeit aus dem Nichts auf der Strecke erscheinen könnten und auch eventuell die Kugel wegrammen können und sowas. Ich meine, in der Kugel kann einem ja nichts passieren, deswegen ist ja alles ganz entspannt. Aber ich finde, die Einschienbahnfahrt ist sehr schön geworden, die Giros Fernfahrt ist sehr schön geworden, der ganze Park ist sehr schön geworden. Und ich hoffe, das seht ihr genauso wie ich. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen und denkt auf jeden Fall an die Namensvorschläge in den Kommentaren. Und falls ihr Ideen habt für ein neues Bauprojekt, also für ein Motto für ein neues Bauprojekt, für einen neuen Park, dann schreibt ihn auch auf jeden Fall in die Kommentare. Vielleicht könnt ihr mich ja inspirieren für mein nächstes Bauprojekt. Das wäre auf jeden Fall mega toll. Und morgen kommt nochmal ein Video. Da werde ich dann für euch das Safe Game nochmal veröffentlichen. Dann könnt ihr den Park auch mal spielen, umbauen, wie ihr möchtet. Und ja, das war's von mir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Haut rein. Euer Dandy.